Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Mit meiner bereits 5. Staffel und der jetzt 13. Folge, immer noch am 9.7.23 in der Vorproduktion. Bevor es aber losgeht, gibt es ihm ein herzliches Dankeschön. Und zwar geht's heute an David Matschulat. Der David oder auch David hat nämlich am 7.9.22 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür. Du warst Nummer 991. Du musst jetzt aber leider wieder weichen und wir befinden uns auf dem Weg zum Abgeben der Quest. Und die positive Nebennachricht ist, es gibt endlich wieder Krieg im Gallischen Reich. Deswegen rede ich jetzt nochmal mit ihm. Achso, wir haben ja noch nie miteinander geredet, stimmt. Ja, gut. Adrix heißt er eigentlich. Adrix Vergentorix. Vergentorix ist der Titel. Okay. Nee, Adrix ist der Titel. So, Entschuldigung. Ja, du bist Herrscher von Marunat. Okay. Ich will mal mit dir sprechen. Ich würde mich gerne deine Dienste stellen. Und zwar als Söldner. 160 nur? Uff. Die haben mich gerade gekriegt mit den Triatix. Aber ja, ist okay. Eure Feinde, meine Feinde, Ehre, blablablub, tschüss. So, wir sind jetzt Söldner. Moment mal. Ich habe keine Truppen bekommen. Achso, nee, stimmt. Truppen kriegst du nur, wenn du Vasall wirst. Okay. Wir müssen immer noch da hoch. Zu dem Dorf. Wir müssen noch Geld abliefern. Schade. Sehr, sehr schade sogar. Bin dafür zu langsam. Na gut. Level up. Oh ja. Weiter geht's. Wohl, eigentlich könnte ich auf dem Weg dahin schon mal rekrutieren, wa? Jo. Und vielleicht noch ein Turnier? Ja, komm. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 22 Tage. Ja, komm. Das geht. Das ist in Ordnung. Werden wir mal kurz ein, zwei Nächte hier schlafen, bis ich bei 50% wieder bin. In der Zeit dann hoffentlich endlich mal Level 25 in Medizin bekomme. Dann können wir nämlich unseren Schwarzzahn da auf Medizin geben. Ach, da fällt mir ein. Eine Sache können wir mal machen. So, Druidix kann nix. Was habt ihr für Quests hier? Aber mehr vom Wilderer. Oh, okay. Rivalisierende Banden, je. Da haben wir mal den Nachteil, dass einer von beiden uns danach immer hasst. Medizin 20, ach. 5 Skillpoints brauchen wir noch. Aber ich finde den einfach wichtig. Und ab in die Arena. Was gibt's? Wieder ein Oberteil. Aber wir könnten ja Glück haben dabei, dass es irgendwie meisterlich wird sogar. Level 3. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Ach, du blöder Hund. Hat er sich in dem Moment weggedreht. Jetzt ist er tot. Oha. Wir sind im roten Team. Gut. Also es ist da jetzt egal, wenn ich getroffen hätte. Das war ins Gemächt, mein Freund. Aua. Der schießt da einfach zurück. Der spinnt wohl. Okay. Nein! Versemmelt. Gut. Aber wir werden eh schon qualifiziert. Ach Mann, ich hätte einen Hammer gehabt. Ach Mist, der macht doch mehr Spaß. Egal. Wow, die Menge grölt. Asterix ist da. Oh, da muss ich mal kurz ein Licht anmachen. Es wird langsam dunkel bei mir. Ach da! das wird nicht gut ausgehen. Ja, yep. Au. Und cool. Das war nur ein Treffer, verdammt. wie, bin ich noch drin im Team? Nee, ich bin noch... Nee, ich bin nicht mehr qualifiziert. Ja, gut, okay. Pech gehabt. Blöd. 300 Gold verloren. Oh, hey, ich habe was gelevelt. Ach, Athletik. Schön.
Überredungschancen und Truppgröße oder alternativ das. Und plus 5 Gefangenenlimit. Wir wissen ja, später kann das sehr wichtig sein. Ja, doch, also falls ich doch wirklich mit Asterix den Schmied machen sollte. Ach, jetzt haben wir auch die hellblaue Farbe. Okay. Ja, stimmt, wir sind der Söldner. Rüstungsdurchdringt mit Bogen? Ja. Auch für meine Truppen dann? Okay. Ja, bitte. Naja, hat wenigstens etwas gebracht, das Turnier. So, jetzt von Dorf zu Dorf. Truppen auffüllen. Ja, wir haben Vogtbeutel Level 75, sehr schön. Hier hätten wir noch einen Slinger. Und damit ist die Truppe voll. Ich habe mich verklickt. Und hier möchte noch jemand zum Slinger werden. Da sind wir bei 14 Fernkämpfern. Nur noch einer. Dann haben wir es endlich. Habe ich eigentlich Stuff zum Verkaufen dabei? Ja. Gehen wir kurz nach Seonon. So. Der Wissende. Ein Saker, Bogenschütze, beritten Einhand. Baukunst hat er ein bisschen. Überlege ich mir noch. Erstmal verkaufen wir Gefangene. Und den Stuff hier. Und dann nehmen wir wieder ein paar Hobbys mit. Wenn ich sie finde. Da. So, genau 60. Der Schnee macht jetzt langsamer und die Fracht macht langsamer. Aber Fußsoldaten zu Pferd 0,75. Okay. Ein Speer wäre langsamer gut. Warte mal, was bist denn du für ein Level? 10. Barmherzig, geizig. Jetzt habe ich aber einen Mann zu viel, oder? Ah, doch nicht. Sehr schön. Weißt du was? Den machen wir zum Speer und zum Hauptmann der Kavallerie. Mit 89 hat er auch schon ein bisschen was auf Reitkunst. Zwar berittener Bogenschütze theoretisch, aber kann ihn ja auch wieder umskillen. 20% per Sturmangriff. 10% für die Formation. Was wichtig ist. Okay. Bonus auf Geschwindigkeit. Ja, den machen wir zum Hauptmann der Berittenen. Ich drücke immer falsch. Entschuldigt bitte. So, besuchen. I don't think I know you. Jawohl, ich glaube nicht, dass ich euch kenne. Friede sei mit euch, Fremdling. Ich heiße Asterix, mein Herr. Erzählt mir von euch. Das kann ich gerne tun. Aber gerne, wenn es euch interessiert. Mein Vater lernte sein Handwerk zur Zeit des alten Urkun Khan. Damals waren die Kusaid, Schrägstrich andere, zwar unschlagbar in der Schlacht, doch sie wussten kaum etwas über Rammböcke, Katapulte oder gar Leitern und konnten gegen selbst die schwächste Festung kaum etwas ausrichten. Da kam Urkan, ein wahrer Visionär, auf die Idee, jeden imperialen Baumeister, der lebend gefangen genommen wurde, mit Silber aufzuwiegen. Diese Gefangenen wurden dann gezwungen, Wissbegierige wie mein Vater in die Belagerungskünste einzuweisen. Mein Vater seinerseits gab sein Wissen an mich weiter. Zu Urkans Zeiten musste ein Kusaid, der in den Belagerungskünsten bewandert war und seine Dienste einem anderen Meister zur Verfügung stellte, einen schmerzvollen Tod fürchten, falls er wieder ergriffen wurde. Doch die Zeiten haben sich geändert. Die ganz große Beute in den imperialen Städten wurde schon längst gemacht und sie errichten höhere Mauern als je zuvor. Die Fürsten der Kusaid zahlen immer weniger für einen Belagerungsmeister und die Bezahlung erfolgt da oftmals verzögert. Also nehme ich auch gerne eine andere Arbeit an, so sie denn angeboten wird. Natürlich, natürlich, ein guter Baumeister ist sein Geld mehr als wert. Fürwahr. Nun solltet ihr jedenfalls auf eine Mauer stoßen, die euch am Erreichen eures gewünschten Ziels hindert. Und solltet ihr sie einreißen wollen, dann wisst ihr, wo ihr mich findet. Nee, leider nicht, weil ihr seid dann jedes Mal woanders, wenn ich euch dann wirklich mal suche. Deswegen sage ich jetzt einfach so, hier, halt die Klappe und kommt mit. So. Entschuldigung. So. Und Clan. Trupps und Speer, bitte der Neue, der Agin der Wissende. Anstelle vom Baumeister, ja. Der soll jetzt für uns den Speer machen. Ich sag mir auch noch verschluckt, entschuldigt bitte.
Du, Edix kann nix, soll da Mediziner machen, sobald ich kann. Und hier. Ach, ich guck falsch, ich will gucken, was er für eine Ausrüstung trägt. Ein altes Steppenpferd. Aber Geschwindigkeit 46. Ja, ist okay. Ansonsten Saka-Ausrüstung, klar. Oh, der kriegt ja mit der Zeit halt noch den ganzen Stuff, den er braucht. Ja. Nein, Einhandwaffe hat er schon, ein Schild kriegt er noch. Und dann noch eine Lanze vielleicht. Mal gucken. Gut, einer mehr in der Bande, der uns dann hoffentlich bald schneller machen wird, sodass wir dann auch irgendwann mal hoffentlich Karawanen angreifen können. Aber jetzt gehen wir endlich mal dahin und geben die Quest ab. Burg Veron wird belagert. Na, wie schön. So, reden. Asterix, ich grüße euch. Also dann, was gibt es? Was die Aufgabe angeht, die du mir übertragen hast. Habt ihr eure Reise bereits unternommen? Ihr konntet den Verkauf tätigen, wie ich wollte, will ich hoffen? Ja, ich habe irgendwie nur 821 eingenommen. Scheiße, ich habe gehofft, dass ich ihm jetzt einfach so das Geld geben kann. Wohlan, wir hatten eine Vereinbarung. Ich erwarte, dass ihr die volle Summe bezahlt. Ja, alles gut. Ja, natürlich. Hier, bitteschön. Tut mir leid, dass ihr keinen Gewinn erzielen könnt, aber ihr haltet euren Teil der Abmachung ein und das ist bewundernswert. Ja, finde ich auch. So, Ansehen dazu bekommen. Ausstrahlung geskillt bestimmt auch und. Ja, 11 nochmal bei ihm. Und schon sind wir hier hinten schon fast beim Maximum bei ihm. Sehr schön. Aha. Okay. Sollte ich mir merken. 12 Ansehen. Stufe 6. Ihr braucht 40 dafür. Okay. Gut. Gelevelt in Ausstrahlung, natürlich. Höhere Wahrscheinlichkeit auf Schwangerschaft, bitte. Also nicht für mich, sondern andere, ne? Sonst sehen wir hinterher aus wie Obelix. Gut. Du gehörst zur Burg, finde ich auch gut. Wir gucken mal, was es da für eine Quest gibt, weil ich habe mich so ein bisschen entschlossen, ich werde mich mal so ein bisschen um Flintrolk, Uteleim und Seonund kümmern, dass wir halt da das bestmögliche Ansehen immer genießen, um wiederum dann dort auch hoffentlich sehr gut rekrutieren zu können. Ah, die nächste Burg wird belagert. Nicht gut. Was habt ihr hier? Die Kunst des Handels schon wieder. Alles klar. Peace to you, stranger. Ja. Jetzt geht es hier um 50 Hartholzstämme für insgesamt 687. Dann machen wir es jetzt mal schnell einfach. So. 687 geteilt durch 50. Ein Preis von 13,74. Das heißt, alles über 13 wäre dann mein Zielpreis. Ist okay, machen wir. Ich kaufe es dir ab. So. Damit ist die Quest, glaube ich, schon automatisch abgeschlossen. Genau. Ich habe schon die Beziehung bekommen bei ihm. Warte, wer war das jetzt? Der Taurio. Ja, sieht man auch hier schon. Sehr schön. Hier brauche ich dann 10. Hier brauche ich 20. Aha. Und hier 40. Ach, bei den Burgen ist das wieder anders, ja? Interessant bei den Burgdörfern. Interessant. Und jetzt muss ich halt mein Holz für mindestens 14 verkaufen, um auch Gewinn rauszuschlagen. Warum gucke ich hier, wenn ich nach dem Holz suche? Hier ist es. Alles klar. Gehe ich mal sehen und gucken, ob die es gerade zufällig brauchen. Vorher noch kurz nach der Mission hier gucken. Was habt ihr? Zugtiere braucht ihr? Was denn für welche? Well now, Stranger. Wir haben tatsächlich ein Problem. Der letzte Winter war hart. Achso, okay. Den Text kenne ich schon auswendig. Sechs Vieh, also sechs Kühe brauchen sie. Und dafür bieten sie mir 100 Ladung Fleisch. Als Bezahlung. Okay. $840 Denar ungefähr. Machen wir. Wie viel Zeit habe ich dafür? Ah, wunderbar, 30 Tage.
Obwohl ich jetzt da nicht weiß, ob die eine Mod darauf zugreift, mit dem das Statthalter automatisch Quests lösen können. Was natürlich anhand ihrer Skills gewertet wird. Ob sie es überhaupt schaffen oder nicht. Das ist natürlich schade. Ach, ich habe das Fleisch noch nicht mal bekommen. Das ist noch mehr schade. Hier haben wir schon mal 3. Ah, ich werde einen Verlust draus machen, aber ist mir egal. Ich will den Ansehensbonus haben. Haben wir irgendwo Kühe in der Zucht hier? Nee, ne? Nee. Geh ich mal Marunat gucken. Vielleicht werde ich da noch das Holz los. Und dann mache ich eine Rundreise hier, um das Holz auch zu verkaufen, dass ich einmal hier rumreise. Und bringe dann... Wah! Danach die Kühe hin. Mist. Keine Kühe. Und Holz? Ah, für 36 das Stück. Ja, wunderbar. Und ich werde sie alle los. Perfekt. So sieht man es doch gerne. Super. Auf wieder, tschüss. Brauche ich trotzdem noch Kühe? Gehen wir mal in Pencannock schauen. Schweine haben wir hier ohne Ende, aber Kühe wüsste ich jetzt aus dem Anhieb heraus nicht, wo wir Kühe haben. Oh, und ich sehe gerade, eine dryatische Armee wurde geschlagen, laut Kriegsstand. Hast du Moku? Du hast Moku. Ach, sogar günstiger. Okay. So, gehen wir zum Dorf zurück. Unterwegs schlachten wir wieder ein bisschen was ab, wenn wir was finden. Was wir auch sicher besiegen können. Wie zum Beispiel diese 17 Barbari hier. Na, ihr braucht gar nicht wegzulaufen, jetzt kommt her. Nein, hört auf. Kommt her jetzt hier. So. Ah, es könnte Dorfkampf werden. Ja, es wird Dorfkampf. Die Dörfler helfen sogar mit. Sehr schön. Jetzt hoffe ich nur, dass die Dörfler nicht vorstürmen, wie die Bescheuerten. Sondern auf meine Befehle horchen hier mehr oder weniger. Ja, weil ich euch auch erraten habe. Nein. Zurück mit euch. Bleib aus. So ist fein. Och Mann. Infantry, forward! Bewegen wir es mal ein bisschen anders. Cavalry, move! Infantry, shields up! Ah, sie bewegen sich natürlich mit. Ja. Ja, ich hab's befürchtet. Meine Schützen kriegen wieder nicht die Gelegenheit zum Skillen. Ja, die Dörfler haben halt Bock. Die haben so richtig Bock. Diese dünnen Beinchen bei Asterix. Oh Mann, ich glaube, ich muss ihn vielleicht auch noch mal ein bisschen muskulöser machen. Sieht so aus wie ein Kind. Ja, machen wir mal den hier. Ich glaube, ich schicke die Kavallerie doch mal eben hier rüber, damit wir noch möglichst irgendwie in die Flanke fallen können. Es wird nämlich gleich ein ziemliches Massenklatschen hier. Okay. Ach komm, den einen oder anderen Schuss darf ich noch. Ihr fragt euch vielleicht auch, warum mache ich eigentlich immer wieder ein Schild, weil selbst wenn die Gegner nicht schmeißen oder schießen, das hat den leichten Grund einfach nur, verdammt, dass man dann einen Ansturmbonus ein bisschen auskontert vom Feind. Du brauchst ja auch nicht wegzulaufen. So. Heute gibt's Sülze zum Abendbrot. Und damit haben wir es bei dem Dorf auch beliebter gemacht. Ja. Zwar Nummer 1, aber immerhin auch bei dem Lord. Stimmt. Die Lords? Ja, weil es alles demselben Clan gehört. Nee, Quatsch. Quatsch. Das war falsch irgendwo. Sorry. Das waren die Honorationen, die hier drin sind in dem Dorf. Ja, ja. Ja, das waren die. Naja.
Bitte raus da. Dankeschön. Und darüber. Vielleicht aber noch vorher, also ich meine ja nur, es könnte sich lohnen. Es könnte sich lohnen. Vorher kommt ein Angebot. Yahana. Yahana. Von Vetsoving. Sturgia. Nein. Er soll eine Geierin bekommen. Reitkunst, Spähen, Vogt, Ausstrahlung. Nee. Es tut mir leid, aber nö. Komm, ich mach nochmal ein Safe hier rein, weil 28 Barbari sind dann doch nicht zu unterschätzen. Vielleicht kommt die 8 noch mit rein? Ja, ja. Also 36 gegen 63. Okay. Im Wald leicht behügelt. Ja. Yep. Aber unsere Reiter holen da auf jeden Fall mächtig was raus. Nee, 2 rein bitte. Dankeschön. Ach ja, jetzt habe ich ja euch noch mit dabei. So. Du, so. Passt. Wackelt, hat Luft. Oh, auf 270 Meter wieder. Hatten wir jetzt ein, zwei Bogenschützen oder nicht? Ja, ein. Okay. Auf dem passen wir jetzt besonders gut auf, bevor der wieder krepiert, ey. 250, oh Mann. Wie ist das mit dem Anvisieren jetzt? Oh, ging weiter vor runter. Glückstreffer? Sag mein Freund. Ne, kriegen wieder davor runter. Wir warten. Wir warten, bis sie näher kommen. Wir müssten doch auch den ein oder anderen Speerwerfer mittlerweile haben. Oder sind die auch schon wieder gestorben? Hier, Warrior, genau. Ach, Obelix, jetzt hör doch auf, da zu stänkern. So, und stillstehen jetzt. Mann. So, 130, jetzt können wir langsam. Hier noch Munition habe ich ja. Ah, ja gut. Wenn ich auch noch was treffen würde, wäre toll. Die gehen zu weit, oder? Oh, verdammt, die gehen zu weit, die Pfeile. Ja, geht doch. Ah, sehr schön. Ja, mein anderer macht jetzt auch schon mit. Oh, der ist sogar ziemlich zielsicher, der Junge. Ah, warum schieße ich eigentlich nicht auf die? Schon besser. Der ein oder andere Speer müsste auch gleich fliegen. Ja. Treffen wäre noch schöner. Denn heute gibt's Döner. Was? Oh, Dreindall-Männer. Ja, mal schön die Kavallerie nutzen, um sie auszubremsen. Alles klar. Ja, es gab ein bisschen Verluste, aber mein Bogenschütze lebt noch. Yay! Lass mich durch. Nein. Boah. Ah, ich treffe bloß gleich wieder meine Kavallerie, wenn ich Pech hab. Sehr schön. Wah. Oh, okay. Und. Schöner Treffer. Und noch einer, komm schon. Bisschen mehr nach rechts. Und. Jawoll. Dann sah auch nie deine Macht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. 2 Tote, nur Tribesman. Alles klar. Ich möchte sogar ein bisschen was aufsteigen. Okay. Hier hat uns noch einer gefehlt. Genau. Dann sind wir nämlich bei 15 Schützen insgesamt. Sehr schön. Jetzt können wir hier endlich mal wieder auf mehr Schildinfanterie gehen. Und jetzt haben wir die Wahl zwischen den Scouts oder die Blutgeschworenen. Also Machadeure, ich denke, wir gehen hier mehr auf die Blutgeschworenen, weil Kavallerie haben wir mit den Elite-Truppen deutlich bessere. Also mit denen hier. Sehr schön. Habt ihr schon? Ihr habt bestimmt, ne? Ja, habt ihr. Sehr gut. Wir sortieren wieder nach Typ. Obelix bitte mal dahin. Soll nämlich möglichst immer neben mir stehen, wenn es um die Skills und so geht. Alles klar.
Es geht voran. Essen? Nix. Achso, jetzt müssen wir wieder gucken bei den anderen zwei. Du brauchst auf jeden Fall. Hier brauchst du auch. Auch wenn es nur eine Tunika ist, aber egal. Bei euch ist es mir nicht so wichtig, was ihr tragt. Außer halt diese Vanilla-Sachen, die zu OP sind einfach. Hier nix. Da nur ein Hand. Ah, nö. Passt schon. Gut. Und da gehen wir gleich mal was verkaufen. Hab mich bloß noch 5000. Geht immer so schnell weg, das Geld. Der Gentorix ist wieder unterwegs. Alles außer die Kühe. Wie viele Pferde habe ich jetzt? 60. Passt erstmal. Bis wir wieder aufsteigen im nächsten Level. Und das dauert doch ein Weilchen. Und hier kann ich ja noch nicht, ne? Obwohl doch, hier dürfte ich schon. Stimmt, wir haben ja schon einen Clanrang mehr. Aber schon jemanden? Nee, ich brauche, ja klar, ich brauche erstmal die Blutgeschworenen, damit ich überhaupt Spezialisten anwerben kann. Okay. Abstecher in der Taverne von Seonon, nur um zu gucken, ob wir da vielleicht noch jemanden als Baumeister für die Zukunft ranholen können. Obwohl mir gerade einfällt. Okay, ich weiß, wer den Baumeister macht. Und wisst ihr auch warum? Er ist ja als Kind in den Zaubertrank gefallen. Der baut die Geräte alleine auf. Ist das ein Deal? Ja, oder? Kann man so machen, ne? Medizin 21. Ach, es dauert so ewig. So, reden. Ja, ich hab die Tiere. Sehr schön. Habe ich jetzt 100 Fleisch bekommen? Ich habe 100 Fleisch. Und wenn man sich jetzt bedenkt, okay, ich müsste jetzt wirklich den Wirtschafter rausholen und Wareneinsatz und so weiter runterrechnen. Also für Durchschnitt würde ich sagen, Durchschnittspreis 10. Beziehungsweise haben wir jetzt einfach Nahrung für 131 Tage, statt es zu verkaufen. Okay, es gibt wieder neue Quests. Ich glaube, den Krieg schaffen die auch ohne uns, so wie es ausschaut hier, ne? Mhm. Wir gucken mal, was es für Quests sind. Auch ein Flintalk habe ich gerade noch gesehen. Bilde Truppen aus. Ich glaube, das heißt, ich muss ihm welche bringen oder kann ich vor Ort machen? Ich frage ihn mal. Well now, stranger. Peace to you. Was habt ihr denn alle für Hühnerbrüste? So. Ich habe davor, euch einige Männer zu geben, um die... Ah, okay. Nee, alles gut. Nee. Dann nicht. Ich bin froh, wenn ich meine Leute skillen kann. Ist eigentlich eine coole Quest, aber man muss halt immer aufpassen, dass man die nicht verliert, die Leute. Ach, wieder Zugtiere. Oh, es muss nicht immer dieselbe Quest sein. Aber ich werde das regelmäßig machen hier. Auch in Seonon dann. Und die Dörfer von Seonon. Was? 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 Wer Gentorix aus Batali gewährt Burg Talivel trotz des Protests seines Rats. Prindor. Hä? Ach so. Ich hab erst... Also hier oben hatte ich erst gelesen, dass ich die bekommen hätte. Ach, deswegen war ich ja so verwundert. Ja, okay. Alle wollten, dass jemand anders es bekommt und Prindor hat's aber bekommen. Okay. Ja, ja. Ich habe ja eh keine Entscheidungsgewalt. Ich bin der Söldner. Keine Quest? Hier schon mal... Aber oh, Barbari. Und da oben ist noch eine Quest. So. Für Recht und Ordnung. Schade, dass es da nicht wenigstens noch Ansehen gibt. Was hast du denn? Braucht Hilfe im Kampf gegen Räuber? Na gut, die kennen wir ja schon. Yep. Yep. Du brauchst Hilfe. Ja, wie viele sollen es denn sein? 3 Banden nur? Alles klar.
Ja, doof, dass ich gerade die anderen da erledigt habe. Hätte ich vorher wissen müssen. Gibt es hier in der Nähe ein Versteck, was wir schon kennen? Nein. Ich gehe mich mal hier unten ein bisschen umgucken. Hier ein bisschen im Kreis reiten. Oh. Sehr schön. Da sind sie wieder, die passiven Erfahrungspunkte. Wie viel braucht ihr eigentlich zum Leveln allgemein? 900, ja. Verständlich. Und hier auch. Ah, hier haben wir bald den nächsten Bogenschützen. Und es wurde gelevelt. Ich in Vogt. Nahrungsverbrauch, wenn wir Teil einer Armee sind. Und Garnisonszeit, wenn wir Statthalter wären, der wir niemals sein werden. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir den Quartiermeister dauerhaft machen werden. Sobald ich Medizin auf 25 endlich habe, werden wir auch Quartiermeister. Deswegen finde ich es ehrlich gesagt am besten, wenn wir die Baugeschwindigkeit der Belagerungsmaschine in eurem Trupp beschleunigen. Aber, liebe Leute, das machen wir nicht mehr heute. Hat sich schön gereimt, ich weiß. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!